Hallo und herzlich willkommen zum Angriff aufs Territorium Obsidian-Tiefen. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr leicht bis Level 500 spielen könnt. Im Shop habe ich alle Stufen gekauft, mich hat es insgesamt ca. 3000 Steinchen gekostet, da ich die letzte Stufe 5-mal oder 6-mal gekauft habe. Ich empfehle euch auf alle Fälle, bis zur Waffe zu kaufen, weil die Waffe sehr vielversprechend klingt, denn sie lässt 39 Edelsteine explodieren. Das heißt, man kann sie auch irgendwann mal in anderen Teams als Mana-Produzent benutzen. Solltet ihr nicht genug Steinchen haben für die Waffe, könnt ihr auch unter Seelenschmiede auf den Reiter Waffen gehen und auch da die Waffe herstellen, falls ihr diese Ressourcen haben solltet. Ansonsten, ich bin jetzt bei Level 500 angelangt. Und das habe ich mit folgendem Team geschafft. Hier ist es. Als Klasse habe ich den Bogenschützen. Den Bogenschützen habe ich deswegen drin. A, wegen der zweiten Eigenschaft, schnell, dass wir den Kampf mit 50% Mana starten. Die dritte Eigenschaft, Volltreffer, ist auch nicht verkehrt. Sie hat mir schon ab und zu mal einen Gegner schnell ausgeschaltet. Aber vor allen Dingen halt wegen der Wurzelfalle, fesselt zu Beginn des Kampfes den ersten Feind. Und vor allen Dingen wegen der Aura der Natur erschaffe zu Beginn des Kampfes einen Blättersturm. Das heißt, wir bekommen vermehrt grüne Edelsteine. Als Banner habe ich das Spinnenbanner aus Eldrazor, weil wir vor allen Dingen grün und lila brauchen, damit die zweite Einheit relativ schnell voll wird. Das Minusrot ist kein Problem, die dritte Einheit wird auch so schnell voll. Ansonsten besteht meine Einheit aus meinem Mana-Produzenten, das ist mein Held, und zwar der Gobstick. Er lässt bei mir 116 grüne Edelsteine explodieren. Wir haben keine Goblins im Team, deswegen ist der Rest hier egal. Es geht wirklich nur darum, dass wir 116 grüne Edelsteine explodieren lassen. An der Position 2 habe ich meinen ersten Schadensmacher, und zwar Venoxia. Venoxia erschafft 9 grüne und 9 blaue Edelsteine und danach fügt sie allen Feinden 115 wahren Schaden zu. Das heißt, sie ignoriert die Rüstung der Gegner und geht direkt aufs Leben der Gegner. Das gleiche macht auch die dritte Einheit, die Geißel der Ehre. Denn er fügt allen Feinden 118 wahren Schaden zu und dann bekommt man halt noch 2 Mana zurück, falls ein Feind verflucht ist, aber das ist nicht so wichtig. An der letzten Position habe ich Leprechaun. Er ist mein zweiter Mana-Produzent und er ist auch gleich mein Kickstarter, das heißt, er beginnt den Kampf mit vollem Mana. Das heißt, wir können ihn sofort am Anfang immer zünden. Und er lässt 56 zufällige grüne Edelsteine explodieren. Verstärkt durch das Gold, was man halt hat. Das ist mein Team. Und wie das Team funktioniert, zeige ich euch jetzt anhand der letzten 5 Kämpfe auf Level 500. Als erstes natürlich den Kickstarter, also Leprechaun, zünden. Wenn wir Schädel haben, nehmen wir die natürlich auch mit. Zumindest bei 4er Kombination. Ansonsten ist Venoxia, der zweite voll. Da spielen wir den. Dann die dritte Einheit. Und ist keiner voll, spielen wir natürlich unseren Helden, damit die anderen zwei wieder schnell voll werden, die Schadensmacher. Und schon ist der erste Kampf erledigt. Solltet ihr die Geißel der Ehre nicht haben, könnt ihr auch zweimal Venoxia nehmen. Venoxia müsste auch doppelt so schnell voll werden. Da viel Grün in dem Spiel, also auf dem Spielbrett entsteht. Und wieder ein Kampf fertig. Also ihr seht, das Team geht rucki zucki. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Verlust gehabt. Und ich habe circa, um bis zu Level 500 zu kommen, knapp 2,5 bis 3 Stunden gebraucht. Mit 2 kleinen Pausen zwischendurch.
Ihr seht auch, es kommt immer wieder viel Grün. Das heißt, Venoxia macht manchmal sogar schon alles alleine. Und jetzt noch der letzte Kampf auf Level 500. Der kann ein bisschen länger dauern, der Kampf. Da es hier Gegner gibt, die 25% Zauberschaden haben. Das war der zweite. Aber selbst da geht das eigentlich relativ schnell. Das ist mein Team, mit dem ich bis Level 500 gespielt habe. Mein Pure Faction Team werde ich am Ende hier verlinken, beziehungsweise in der Infocard oben oder als ersten Kommentar im Kommentarfeld, sobald es fertig ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen, wenn ihr weitere Videos zu Games of War sehen wollt. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Team in dem Event und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!